Wenn so ein Hof ein Denkmal ist, dann darf man ihn nicht abreißen. Nicht mal der andere. Der Alois hat damals ein bisschen umgebaut. Ein bisschen ist gut. Ja, was ist denn da los? Finger weg! Schleicht sich! Es muss doch irgendwelche Unterlagen geben. Dein Vater war eher ein Schlamper. Und? Willst du mir sonst noch was sagen? Ja, ich wollte eigentlich noch sagen, dass sie das ganz toll machen hier. Und es ist auch echt eine schöne Kirche. Das schaut wirklich original aus. Du, wo hast denn du das her? Aus der Kirche. Der Wiesnerhof ist fast 200 Jahre alt. Aber wie du jetzt plötzlich mit dem Denkmalschutz angefangen hast, habe ich gedacht, wenn das herauskommt, dann müssen die Eva und du für den Schwarzbau vom Alois büßen. Aus, Rekko, aus! Aber das ist jetzt längst verjährt. Prost mal da, Herr Bürgermeister. Ja. Ja, Herrschaft, schreiben Sie mir einen rechten Schmarrn, oder? Erst da, wenn man ihn braucht, steht's hellwach und passt gut auf. Jede Spur ist seine Spur und er frisst das Beste nur. Rack, 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 racko, er ist so treu und richtig stark. Rack, 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 racko, mit ihm macht's einfach immer Spaß. Ja, sag mal, wie kommst du denn auf diese wahnsinnig dumme Idee? Oh, das interessiert mich aber nicht. Seit einer Stunde geht es also, aber geh nur nein. Nein, nichts als geht. Ich hör dir. Kannst du mal einen Schuhapplaus, verstehst? Leg mich doch. Na, ja genau, so machst du es dir aber schön einfach, genau. So kannst du vielleicht mit deinen Bausparen umspringen, aber nicht mit mir. Ja, auf jeden Fall, das werden wir dann sehen. Nein, ich ruf dich an, verstehst? Ja, servus. Depp. Der Leidinger möchte mir meine Kreditverträge kündigen. Spinnen sind es alle. Ja, mich würde nur interessieren, wer die auf die Idee mit dem Denkmalschutz gebracht hat. Und ich hab da schon meinen Verdacht. Der Martin! Der Martin hat da seine Drecksfinger im Spiel. Der wandt sich schon die ganze Zeit da oben an. Der Leidinger hat recht. Das Hotel ist gestorben. Sag mal, fängst du jetzt auch noch an? Wir müssen realistisch sein. Wenn du den Hof nicht wegreißen kannst, ist das ganze Projekt beim Teufel. Was wir jetzt brauchen, ist Schadensbegrenzung. Was wir jetzt brauchen, das ist eine gute Idee, das ist alles. Ich brauche vor allen Dingen nichts, was mir den Wahlkampf versaut. Seit Ewigkeiten wurschteln wir da jetzt rum und jetzt das bremst. Du bremst. Mit dem Hotel ist dein Wahlkampf Agmar gewesen, verstehst? Win-win. Es gibt kein Hotel. Ich stehe jetzt da wie der letzte Depp. Der ganze Gemeinderat lacht mir aus. Ich muss auch schauen, wo ich bleib. Überleg dir das gut. Bürgermeister, ist man hier besser mit mir als gegen mich? Wenn's meinst. Aber auch hier ändert sich die Zeiten. Dann schleich dich! Gern. Du Feigling, du! Du feiger Hund. Eha, die Tür kann fein nix dafür, gell? Ach, ja. Warst erfolgreich. Sag du ihm, dass er sich da verrennt. So, ich hab mich die letzten 10 Jahre da nicht eingemischt und ich fange heute nicht damit an. Ja. Ihr werdet schon wissen, wie es macht. Was, wenn es jetzt fertig ist? Ein Geschenk für seinen Geburtstag. Mhm. Wieso schenkst du ihm dann der Beutel vom Wiesner Florian? Okay, das ist doch der andere. Mit 12. Tatsache. Ich hätte schwören können, dass das der Wiesner pur ist. Da hättest du ihm aber schöne Freude gemacht, ne? Pfiatti. Pfiatti. Das, wenn der Alois wisst, dann wäre er zufrieden heute. Erst recht, wenn er meine Mathe-Note wüsste. Glück gehabt, wird er höchstens sagen. Wieso? Ausreichen ist doch völlig ausreichend. Jetzt isst erst einmal was und danach greifen wir an. Was greifen wir an? Ja, ich brauch dich im Garten. Oh, jetzt nicht. Ich hab doch Ferien. Ein Hof kennt keine Ferien.
hat der Alois gesagt. Wo läufst du jetzt hin? Ich muss noch kurz was erledigen. Angerer, was ist denn los? Nix ist los. Lärst du wegen nix die ganze Zeit so rum? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Zuerst der Leidinger und jetzt auch noch der Huber. Das sinkende Schiff? Soll ich jetzt die Rettungswesten holen? Oder? Da gibt's einmal ein Hindernis, dann laufen sie alle davon, die Feiglinge. Und du? Ich bin im Baugeschäft. Wenn es ein Hindernis gibt, dann reiß ich es weg. Ja, außer es gibt einen Denkmalschutz. Ja, reib's mir euch rein. Aber mir wird schon was einfallen. Was wolltest du denn eigentlich von mir? Nichts Besonderes. Ich wollte nur nach dir schauen. Das Essen ist in der Küche. Ich habe keinen Hunger. Florian! Florian! Jetzt komm, sag dir halt, wo du bist. Sonst regt es sich noch mehr auf. Jetzt schafft! Und der Garten ist morgen auch noch da. Heute ist der perfekte Tag zum Feiern. Florian! Ich glaube, Therese sieht das ganz anders. Ach komm, es wird eine Überraschung für sie. Wir machen einfach Hamburger. Du kannst Hamburger machen? Das kann doch jeder. Und wenn wir es für sie machen, kann sie gar nicht Nein sagen. Ich weiß nicht. Das wird sicher cool. Deinen Vater laden wir auch ein. Meinst du? Klar. Florian! Herrschaft, Zeit! Dann komm. Flori! Mei, heute warst du aber ganz schön verspannt. Hast Ärger? Nur das Übliche. Dein Rücken war aber eher unüblich. Mei, der Angerer heute. Kannst dir vorstellen, wie ihm euer Denkmalschutz geschmeckt hat. Also, da hält sich mein Mitleid eher in Grenzen. Ich will mich da überhaupt nicht einmischen. Im Gegenteil, ich bin doch froh, wenn's mir erhalten bleibst. Ist doch eh bewundernswert, wie du das alles hier machst. Ein Hof, Praxis, ein Bub. Und das alles ganz allein. Ohne Partner. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ja, die Therese ist ja zum Glück auch noch da. Und der Vater von Flori, der hilft dir gar nicht. Na, eher nicht. Der ist ein ziemlicher Idiot. Kenn ich den eigentlich? Ich hab ja noch gemeint, du bist damals weg, als du mit Flori schwanger warst. Da hab ich halt gemeint, vielleicht kenn ich ihn ja. Sei mir nicht besser, aber ich red nicht gern über damals. Der Flori kennt seinen Vater nicht. Und das wird auch so bleiben. Ja, klar. Gut. Aber der Mann, weiß der, dass er der Vater von Flori ist? Nein. Und das ist auch für alle besser so. Gut. Für den. Lieber Kassimir. Mach mal. Haben wir halt schon Zeitung gelesen? Haben wir. In Senf? Scharf. 22. Servus, Martha. Passt schon. Servus, Flori. Grüße, Herr Angerer. Mhm. Du, ich hab dich halt schon mal gesehen. In der Zeitung. Wir brauchen Hackfleisch für Hamburger für 5 Personen. Freilich. Ganz gescheit feiern, gell? Mhm. Hey, so weit kommt's noch, du. So runter. Mann, so was Tolles siehst du ja kaum noch. Nee. Das ist total authentisch. So
So richtig bayerisch. Ja, hau mir doch ab. Das ist es. Huber, ich hab's. Herr Bürgermeister, ich habe Herrn Angerer gesagt, dass Sie heute gerade Zeit haben. Ist schon recht. Der Hof wird nicht weggerissen. Aha. Der wird in die Anlage integriert. Obacht, Gäbe! Die Leute stehen auf Geranien. Wir geben ihnen den totalen Alpenkitsch. Und den Wiesnerhof, den machen wir zum Hotelrestaurant oder von mir aus zum Pförtnerhäusel, das ist mir wurscht. Aber dahinter, zack, der Glaspalast mit 400 Betten. Und? Was sagst du? Die Idee ist nicht schlecht. Das sag ich doch. Löst aber unser Problem nicht. Wieso? Wenn der Kasten stehen bleibt, dann hat der Denkmalschutz nichts zu meckern. Der Denkmalschutz nicht, aber die Efi. Solange die nicht verkaufen will, schauen wir mit dem Ofenruhe ins Gebirg. Die Efi verkauft. Geh, Angerer, das haben wir doch jetzt schon lang nur probiert. Weil wir es falsch angegangen sind, aber ich weiß jetzt, wie wir die Efi rumkriegen. Und wie, bitteschön? Der Hund ist der Schlüssel. Was hat der Hund damit zum Tor? Ja, jetzt denke mal ganz, ganz scharf nach. Hm? Verstehe nicht. Ja, das wäre auch mal was Neues. Huber, hör zu. Angerer hier. Grüß Gott, ich wollte mich ja mal nach den Voraussetzungen erkundigen. Für so einen Test. Sie müssten eine Probe schicken von dem angenommenen Vater und denjenigen, den Sie für den Test. Aha. So einfach ist es. Ja. Aha. Danke. Bitte schön. Ja, tschüss. Wiederhören. Tschüss. Danke. Okay. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Für Gott. Servus, Bischl. Servus. Servus. Gut. Machst du Feierabend? Ja, schon ist gut. Fahrst halt noch zurück, über die Grenze. Ja, sicher. Warum? Ich hätte da einen Spezialauftrag für dich. Schwarz, sozusagen. Oh. Das amerikanische Zeichen. Sacco! Das ist für die Menschen und nicht für dich. Du machst doch alles trinkert. Ich kann halt beim Burger machen dazu. Wird das heute noch was, Herr Bürgermeister? Mann, entspann dich mal. Soll ich nicht doch lieber ein Strudel ins Rohr schieben? Okay. Du mit deinem Strudel. Hallo? Was will denn die jetzt? Entschuldigt bitte die Störung. Aber ich habe vorher mein Handy hier vergessen und das wollte ich jetzt kurz holen. Ja, warte kurz. Na, bitte bleib sitzen, ich will keine Umstände machen. Wenn es dir recht ist, geh selber und schau nach. Ja, gut. Danke. Ja, dann guten Appetit. Thank you.
Wiederschauen hätten wir schon sagen können. Servus. 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 Sind wir zu spät? Ihr seid's genau richtig. Ja, wir sind schon relativ angebrannt. Unser Bürgermeister kann bestimmt ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Das geht noch. Da schauen wir mal, was ich machen kann. Bitteschön. Ui, danke. Gut, also. Hol mir das Halsband. Was, was? Davon war nie die Rede. Sie fix es, hol mir das Halsband! Ja, gut, Angerer. Aber das kostet wohl 50er extra. Ja, das machen wir nachher, komm. Nein, nicht sofort. Außer mit der Marie. Ja. Das passt halt so. Ja? Auf Zeit. Sehr gut. Das brauche ich noch. Also, du weißt, was du tun musst, gell? Logisch. Servus. Servus. Das ist ein Glunder. Schubzeit. So. Jetzt lass ihn halt ein bisschen rumlaufen. Der kommt schon früh genug und bettelt um seine Wurst. Ja. Danke. Auf das schöne Fest. Prost. Darauf, dass du mich so verwöhnst heute. Aber die Wohnung. Rako! Rako! Herr Flori, jetzt setz dich halt wieder hin, das Essen wird kalt. Ja, die Leute sind was von unten. Was ist denn? Irgendwas stimmt hier nicht, das spüre ich. Wenn ich verstanden weiß, mein Mensch. Soll man Rako suchen? Gut, dann auf geht's. Mhm. Thank you.
Grüße. Der Herr Bischl. Ja. Sloboda. Grüß dich, Frau Sloboda. Wo ist er denn? Ja, der Hund. Hinten ist er. Da. Danke, danke, danke. Ja. Da. Ja, wer ist denn da? Ja. Na komm. Ganz ein feiner. Ganz ein feiner Bischl. Ja, hier. Ja, danke noch einmal, dass das so schnell und unkompliziert gegangen ist. Ja, danke Ihnen, dass Sie den Hund so schnell vorbeigebracht haben. Schauen Sie, wir sind randvoll. Aber bei so einem Notfall, da gehört das natürlich. Was? Mei, noch einmal mein Beileid wegen Ihrem Onkel. Ach so, ja, ja, tragische Geschichte. Ja, ich muss wieder auf die Baustelle. Ja. Servus. Ja, was denn? Ja, feines Hundi. Ja, komm her. Der Racko, hä? Ja. Und Mr. Nirgends. Und bei Bach auch nicht. Das gibt's doch nicht. Keiner hat was gesehen oder gehört. Das gehört doch deinem Hund. Wo haben Sie denn das gefunden? Ich nicht. Der Jäger hat's gefunden. Schauen Sie her. Blut ist auch noch drauf. Blut? Wieso Blut? Racko, was ist schon mit dir? Du, ich schau nachher noch einmal nach dir, gell? Ich kann hier nicht bleiben ohne ihn. Racko! Grüßt mir den Alois, Racko. Der freut sich sicher, wenn er dich sieht. Du weißt doch genau, dass die Eva und der Flori extra wegen am Racko auf dem Wiesnerhof zu uns sind. Dann geht's jetzt wieder zurück nach Leipzig. Wenn es da was geben hätte, das dein Leben so total verändert, so ein Brief zum Beispiel, hättest du den öffnen? Alles erinnert dich an den, der nicht mehr da ist. Den Racko möchte ich abholen, der ist irgendwie bei Ihnen gelandet. Ist das Ihr Hund? Nein, also nicht direkt. Nein, das tut mir jetzt leid. Bist du wirklich sicher? Dann machen wir jetzt Ferien in Leipzig und danach sehen wir weiter.